Hallo und willkommen in der Städtchenwerkstatt. Ich bin René, heute bin ich wieder für euch am Start. Und Teil 2. Heute geht es weiter mit dem Mold King. Für alle, die neu eingeschaltet haben, ich habe mir besorgt von Mold King den McLaren P1 Hypercar. Artikel Nummer 1390, ein Bauspaß von 3228 Teilen. Bezüglich Sachen, die ich zu dem Modell noch an sich zu sagen hatte und Designer und geklauter Mock und das Ganze. Ich glaube, darüber habe ich mich ausführlich schon in Video 1 erklärt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich verlinke es oben gerne nochmal. Könnt ihr es euch nochmal anschauen, weil da brauche ich es für die, die es schon gesehen haben, alles sich doppelt zu erzählen. So, dann kommen wir mal zu zweiglichen. Heute geht's weiter, richtig? So, dieses schöne Hypercar, diesen schönen generischen Sportwagen. Soweit sind wir gekommen. Also, er ist massiv. Man kann hier oben locker am Dach anheben, ohne dass dem was passiert. Ein paar Randfakten. Also, ich habe hier noch, das waren so von den Tüten noch übrig. Die Pins waren Sorten reingepackt. Da habe ich eine ganze Menge ganz normale schwarze. Die blauen habe ich ja ausgetauscht gegen schwarze. Da hat auch noch ein bisschen was übrig. Hier sind noch rote und Achs auf Pin. Beziehungsweise das sind jetzt alle Teile, die beim bisherigen Bau übrig geblieben sind. Beziehungsweise die, die wir durch Carbon-Teile getauscht haben. So. Ansonsten sind wir jetzt bei der Bauanleitung auf Seite, beziehungsweise bei Bauschritt 249, auf der Seite 197. Ja, also wir haben die Halbzeit schon überschritten, wir nähern uns dem Endspurt. Somit mache ich den dann auch in diesem Video fertig. Weil wir haben jetzt auch nur noch bei uns Tüte 5, 6, 7, und die Räder. So, ja, wie gesagt, er ist ein großes, massives Stück Technik, was mich sehr, sehr freut. Qualität der Steine 1A. Echt super, super Sahne. Besser geht's nicht. Alles passt, nichts klemmt, alles schön smooth. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, das Ding zu bauen. Ohne Ende. Auch wenn ich mich mal verbaut hatte, beziehungsweise ja, die Anleitung vielleicht nicht richtig gelesen habe oder es nicht richtig verstanden habe. Da ging es um zwei Zahnräder hier vorne. Die haben sich bei mir etwas ineinander verhakt. Die sollen eigentlich frei laufen. Es sind jetzt keine Achsstopper da drin, deswegen war ich ein bisschen durcheinander gekommen. Letztendlich habe ich jetzt auch keine mehr eingesetzt, weil dafür hätte ich alles zerlegen müssen. Ich hoffe ja mal, dass die so an Ort und Stelle bleiben, wo sie sollen. Übrigens, die lagern auf den Carbonachsen, unter anderem. Und tschüss. Ja, da fällt schon ein Dekoteil ab. Das ist quasi das Pendant zu dem hier. Das fällt mir des Öfteren ab, aber auch nur, wenn ich das Modell immer auf den Kopf drehe und so weiter und so fort. Ja, was haben wir gebaut? Das Ding ist modular aufgebaut. Zuerst haben wir hier vorne diesen Spoiler gebaut mit der Höhenverstellung schon drin. Also man kann das ganze Auto nachher Höhen verstellen. Ja, da ist der erste Bausatz dafür drin. Dann baut man den zweiten. Das hat weiterhin mit der Höhenverstellung zu tun. Den klemmt man dann nur da dran. Dann baut man die Vorderachse, Einzelradaufhängung, klemmt man da dran. Dann baut man einen Teil von dem Cockpit, klemmt ihn dran, überbaut ihn, baut das Cockpit. Das Cockpit ist schön mit Steinchen gelöst. Ja, also hier sind kleine bunte Steinchen drin. Die geben eine sehr schöne, ja, ein sehr schönes Armaturenbrett da, finde ich. Ist nett gelöst. Ansonsten habe ich bisher zwei Aufkleber verwendet von den Stickerbogen. Und ich glaube, dabei werde ich es auch belassen, weil diese ja, Max Trust
Nummer 2, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Die Aufkleber sind schön, ohne Frage. Aber ich finde, das Modell wirkt auch so. Deswegen habe ich 2 aufgemacht. Das eine war das Navi, das andere war ein kleines Symbol auf dem Lenkrad. Dann haben wir weitergebaut. Die Sitze. Dann ging es ein bisschen weiter vorne. Dann haben wir den Fußraum vom Beifahrer gebaut. Das Dach gebaut. Hier hinten den Motorblock haben wir dann gebaut. Dann sollte das Chassis drüber gesetzt werden. Und dann haben wir hier hinten die Höhenverstellung für die Hinterachse gebaut, sowie die Hinterachsen selbst. Alles schön gefedert. Funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, ich habe bisher noch nichts, aber auch gar nichts auszusetzen. Im Gegenteil, wunderschönes Modell, lässt sich richtig toll bauen. Wenn man auch teilweise, werden die Achsen durch das ganze Chassis gesteckt. Da braucht man echt, gute, kräftige Finger und die tun einem danach weh. Aber dafür hält's. Dafür hält's, wie gesagt, hier, man kann es an dem Dach hochheben. Ganz ohne Probleme. Und das Ding hat mittlerweile schon gut Gewicht. So, aber jetzt würde ich sagen, nicht lange schnacken. Ich mache einfach mal weiter. Wie gehabt, ich halte euch mit so kleinen Videos auf dem Laufenden, was sich nach jedem einzelnen Step getan hat. Viele sind es ja nicht mehr. Und dann sehen wir uns zum endgültigen Review persönlich wieder. Bleibt dran. Bauschritt Nummer 5 ist fertiggestellt. Ja, wie ihr seht, immer noch keine weiteren Aufkleber benutzt. Gleich kommt die Tüte Nummer 6 dran. Und soweit hat uns Bauschritt Nummer 5 gebracht. Wir sollten ein bisschen am Heck bauen. Und zwar, im Modell äußert sich das wie folgt. So, Anleitung mal zur Seite. Und der kleine Moppel, den kriege ich schon gar nicht mehr ganz aufs Bild drauf. Aber gut, es soll hier knapp 60 cm lang werden. Von daher, ich glaube, die finnische Größe haben wir erreicht. Wir haben hier hinten bereits gebaut, das, die ganze Heckpartie, ein paar Rückleuchten, ein bisschen Verkleidung, den Heckspoiler, einen verchromten Auspuff. Wirklich echt super schön, nur schade, dass man nicht so viel davon sieht. Der ist nämlich echt so groß. Schade eigentlich. Ansonsten finde ich ein sehr, sehr, sehr gelungenes Heck. Gut umgesetzt. War auch nicht sonderlich schwierig. Oh, wie ich sehe, mein Sohn hat schon gespielt. Er hat schon einen Fahrer auserkoren. Ein bisschen klein. Na gut. Ja, und das Heck hat schon die erste Funktion. Wir haben ja hinter dem Fahrersitz ein kleines Lenkrad gebaut, mit dem wir dann wie ihr seht, ganz langsam. Das ist eindeutig eine Funktion, die ist, glaube ich, mit dem Motor wesentlich besser. Ja, das Heck ausfahren können. Den Heckspoiler. So, und da stellt er sich schon auf. Finde ich, ist eine sehr nette, sehr nice Idee. Richtig cool gemacht. Ja, ihr seht es nochmal, er fährt sich auch wieder zurück. Ja, wie gesagt, das ist eindeutig eine Funktion, wofür die Motoren besser geeignet werden, als das ganze Ding mit der Hand zu koppeln. Aber letztendlich ist auch eine Frage, ob man die Motoren braucht, weil schließlich so oft macht man es ja dann doch nicht. Ja, so weit sind wir bisher gekommen. Wie gesagt, die ganze Heckpartie war wieder quasi eine Moduleinheit ungefähr. Ja, diese Einheit hier. Und ja, durchaus gelungen, finde ich. Kann sich sehen lassen, die Kiste. Und wie gesagt, ein riesen Trümmer mittlerweile schon. Ah, was freut es mich? Was freut es mich? Ja. So. Wie ihr seht, viele Tüten habe ich auch nicht mehr übrig.
Es nähert sich dem Ende. Und ich würde sagen, ich beginne jetzt mit Bauschritt Nummer 6. Bauschritt Nummer 6 habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Und ja, wie ihr seht, ich habe schon wieder die Location gewechselt. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil ich switche hier ab und zu mal hin und her zwischen meinem Studio und meiner Küche. Je nachdem, wie das gerade in Sachen Kinderbetreuung bei mir passt. Nur so viel als kleine Anmerkung zum Rande. Aber kommen wir zum Modell. Wie gesagt, Bauschritt 6 habe ich gerade abgeschlossen. Der hat uns so weit gebracht. Wir haben ein bisschen die Stoßstange gebaut. Wir haben im letzten Step jetzt die Türen angebracht. Und gleich folgt Bauschritt Nummer 7 und somit auch das Finale. Wir sind hier ganz schwer auf der Zielgeraden. Aber gehen wir doch mal zu dem Modell an sich. Also hier hinten hat sich außer diesen Gummi-Verstrebungen nicht viel geändert. Ja, die Türen haben wir gebaut, Außenspiegel haben wir gebaut. Auch hier haben wir diese Verstrebung eingezogen. Hier vorne haben wir ein bisschen Front gebaut, die Stoßstange ein bisschen erweitert. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, war, warum das Ding eigentlich auch RC motorisiert ist und sich das auch bei dem Ding eigentlich lohnt. Es sind nämlich die Türen, unter anderem. Weil wenn man hier vorne das Zahnrad bewegt, dann öffnen sich die Türen. Sowohl auf, als auch dann wieder zu. Und das finde ich ist ja mal genial. Ne? Das gleiche hatten wir bereits hinten mit dem Heckspoiler. Ja, ein bisschen drehen und schon fährt er raus und klappt sich auf. So, wie gesagt, das sind, finde ich, so super nette kleine Features. Was heißt klein? So klein sind die ja gar nicht. Also das ist ein ganzer Haufen Technik, der hier drin steckt, den man dafür aufwenden muss. Aber das macht doch richtig, richtig Spaß und Laune. Und wie ich die Front so gebaut habe, ja, hier vorne hängt es nur auf einem Pin. Das ist ein bisschen, der ist mir schon auf der anderen Seite ein paar Mal rausgerutscht. Mal gucken, ob man da noch irgendwas modifizieren kann. Weil das ist eindeutig eine kleine Schwachstelle, das hat jetzt nichts unbedingt mit der Klemmkraft zu tun. Im Gegenteil, die Klemmkraft ist verdammt gut. Das ist einfach nur, die ganze Tür hängt nur hier oben an dem Pin und hinten an einem Pin. Und die hat echt gut Gewicht. So, da ist es wieder drin. Ja, und ansonsten hängt sie unten an einer beweglichen Aufhängung, die halt das ganze Gerät quasi über den Druck an dem Pin nach oben zieht. Und selbstverständlich, wie gesagt, die Tür hat Gewicht und dann rutscht die einfach aus dem Pin raus. Das kann der Pin gar nicht halten. Selbst ein Lego-Pin kann das nicht halten. So, aber auch die Front finde ich ist sehr, sehr schön gelöst. Ja, hier vorne mit ein paar Trans-Clear-Teilen. Das Ding hier komplett schief um die Ecke irgendwie da reingebaut. Boah, das war schon echt, ja, man musste gucken, was man tut und ich habe es teilweise selbst nicht verstanden, aber trotzdem hinbekommen. Aber ich würde sagen, ich schreite zum Finale. Ja, Tüte Nummer 7 wartet auf mich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Geschafft, da ist er fertig. Und ein Wahnsinnsteil. Das kann ich euch schon mal sagen. Echt super, das Ding.
Ja, es ist jetzt ein paar Tage her, seitdem er fertig ist. Ich muss das auch die ganze Erfahrung erstmal ein bisschen für mich selbst sacken lassen, weil ganz zum Schluss hat er mich doch noch ein bisschen geärgert. Hier könnt ihr nochmal das Heck sehen. Ja. Also ich finde den optisch sehr, sehr, sehr gelungen. Richtig klasse das Teil. Ja, also wie gesagt, optisch eine wahre Pracht. Technisch soweit ganz gut, außer ein ganz, ganz großes Manko hatte ich jetzt ganz zum Schluss. Hier, das ganze Ding ist nur aufgelegt. Aber da habe ich mich belehren lassen. Das ist so normal bei diesen Hypercars. Ja, wie ihr seht, er war auch schon im Hardcore-Spieleinsatz bei meinen Kindern. Die hatten ihn schon draußen auf dem Hof fahren. Und das hier ist das, was ich meine. Also das habe ich selbst da reingefummelt und gemacht. Deswegen hängt das hier auch nicht so wirklich schön da dran. Weil ich habe nur die Teile verwendet, die jetzt hier drin waren. Ich habe noch keine eigenen Teile eingebaut. Weil ich hatte ja schon mal gesagt, ich möchte die Sets euch so zeigen, wie ich sie, wie ihr sie auch aus dem Karton bekommt. Und bei mir war das eben in der Höhenverstellung. Da fehlt ein Zahnrad. Das wird, denke ich mal, hier in der Mitte eingesetzt, weil hier geht eine Achse komplett durch und die ist eben hier in der Mitte leer. Da ist noch eine komplette Aufnahme drin, die dann hier oben auf die Schnecke gehen kann. Und ja, die Zahnräder waren nicht dabei. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob die gefehlt haben. Ich gehe mal davon aus, dass es so gewollt, weil auch in der Anleitung war nichts drin, dass da irgendwas rein sollte. Und wenn man das denn jetzt hier nämlich komplett abmacht, so, dann hängt er so tief, dass es genau an dieser Stelle schleift. Ja, normalerweise kann man den ja etwas höher verstellen und dann kann man das ausrichten. Aber das geht nicht, das heißt, er hängt immer voll in den kompletten Federn drin. Oder auf dem tiefsten Anschlag. Und somit ja, schleift er permanent. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm her, da waren diese Dreier Liftarme drin. Die waren zu viel. Und somit habe ich die einfach hier drauf geklemmt. Und konnte die Sache einigermaßen beheben. Zumindest so, dass er nicht noch weiter schleift. Ja, also so fährt er schön smooth. Das Rad ist frei. Aber wie gesagt, Höhenverstellung funktioniert. Vorne, aber hinten nicht. Leider fehlen auf beiden Seiten die Zahnräder dafür. Ja, hier hinten seht ihr die zweite Schnecke. Da kommt eins hin. Und hier kommt eins hin. Ja, gesteuert werden die letztendlich über das gute Ding hier. Und ja, die hat mich dann am Schluss so ein bisschen geärgert und aufgeregt. Das war es dann aber auch schon. Ja, weiterhin die Höhenverstellung des Heckflügels funktioniert trotzdem. Die ist aber nicht betroffen. Und wie gesagt, das kannst du wiederholen, das Ding ist halt auf RC ausgelegt. Weil hier echt nur mit dem Finger zu kurbeln, das macht nicht wirklich Spaß. Ob ich allerdings mir jetzt noch den RC-Satz hole, weiß ich nicht genau. Weil das Ding war schon echt Hammer. 18 Stunden habe ich daran jetzt geklemmt, bis er so ist, wie er jetzt hier ist. Und ja, die Teile wieder auseinander zu machen, ist echt eine Herausforderung. Weil Moldking hat eine richtig, richtig geniale Qualität. Sprich, das hält alles bombenfest. Wie gesagt, das Ding war schon im Spieleinsatz. Gar kein Problem.
So sieht es übrigens unter der Motorhaube aus. Da haben wir auch noch so eine kleine Kiste gebaut. Ne? Ich glaube, hier sollten die zwei Dreierteile noch hin, damit das eine schönere Optik gibt. Also waren die nicht zu viel, die sollten, glaube ich, hier hin. Jetzt sehe ich es auch gerade. Aber gut. Wie gesagt, ich habe sie da hinten gebraucht, beziehungsweise ich habe da noch mehr gebraucht. Deswegen habe ich auch auf der Kofferraum-Motorabdeckung ein bisschen was verändert. Das Gummiteil, das sollte normalerweise hier rein, aber hier fliegt es permanent raus. Also da hat es überhaupt, man sollte es einfach nur da reinlegen. Das hat überhaupt keinen Halt. Deswegen habe ich das mal kurzerhand hier reingemacht, weil hier waren auch noch weitere solche Details verbaut. Davon musste ich mir dann eins nehmen wegen den Pins, die ich hier eingesetzt habe, beziehungsweise wegen diesen Verbindern. Ja, weil wie gesagt, ich habe noch keine Teile von mir selbst genommen, aus meinem eigenen Fundus. Es ist alles so, wie ihr es dann auch nach Hause bekommt. Und darauf kommt es mir nämlich an, die Sets so zu zeigen, wie sie ausgeliefert werden. Weil was dann jeder nachher später daraus macht, und um den gegebenenfalls zu verbessern, zu verändern, zu verschönern, ja, das ist ja jedem selbst überlassen. Wie gesagt, ich werde auch noch hier und da meine Teilchen dran ändern. Klar, weil wie gesagt, ich werde auch mir hier hinten noch Zahnräder einsetzen. Wobei, ich hatte schon geguckt, ich habe aktuell keine mehr. Da kommen die kleinen 8er Zahnräder rein, die schwarzen. Habe ich gerade aktuell keine da, muss ich mir auch erst wieder besorgen. Ja, ansonsten haben wir dieses Element hier vorne, ist die Höhenverstellung der Räder vorne. Ja, das dauert ewig, aber ihr seht, jetzt geht er runter. Ja, und wir drehen und wir drehen und wir drehen und wir drehen. Und er geht weiter hoch. Das sieht man so gut wie gar nicht. Dann sind hier weitere Zahnräder drin. Diese da. Ja, also diese zwei und die Schnecke gehören zur Höhenverstellung. Und diese öffnen die Türen. Wenn man es denn in die richtige Richtung dreht. Ja. Ihr seht, man muss ewig drehen, bis die hochkommen. Aber das ist ein geiles Feature, finde ich. Ja, und auch wenn man an der Hand-of-God-Steuerung dreht, das Lenkrad dreht sich mit. Wie gesagt, das ist ein nettes Feature, was ja gerade unser Marktführer in letzter Zeit gerne bei seinen Sets weglässt. So, dann können wir die Tür auch wieder zumachen. Die Tür muss ich übrigens auch schon modifizieren. Nämlich genau diesen Pin, den musste ich rumdrehen, weil der ist normalerweise mit einem Dreierpin hier drin und sitzt dann hier drüben nur auf so zwei Aufnahmen drauf oder auf eine Aufnahme drauf und die muss man einfach nur rumdrehen, weil ansonsten springt die Tür, wenn man es öffnet, raus. Ja, also das ist mir ständig passiert und deswegen habe ich dann normalerweise der Dreierpin, der sitzt dann hier drin, geht über diesen bis in den dann rein. Und die habe ich dann einfach nur rumgedreht. Ja, jetzt hat das hier vorne nicht mehr ganz so viel Stabilität. Aber das merkt man überhaupt nicht. Ja, summa summarum ein sehr, sehr, sehr schönes Modell. Wirklich eine feine Kiste. Achso, die kleine Box sollten wir ja auch wieder reinstellen. So. Richtig geile Baulösungen drin. Gerade um die Optik hinzukriegen. Und das ist was, das werden wir beim Marktführer niemals sehen. Solche Baulösungen. Weil teilweise sitzen die Teile hier doch schon schwer unter Spannung. Beziehungsweise man muss ein bisschen
Das fällt mir auch dauernd weg. Ja, das ist jetzt nur ein kleines Detail, da sitzt hier auch nur auf so einer halben Noppe drauf. Der fliegt mir gerne mal weg. Da ist mir auch noch keine bessere Lösung für eingefallen. So. Aber alles wieder schick. Alles gut. Deswegen, selbst wenn was abgeht an dem Ding, es ist echt mit ein, zwei Handgriffen ist das erledigt, hat man das wieder repariert. Weil, was ich mir so gedacht habe, war, man merkt, dass es vom Designer ist, von einem guten Designer ist. Es gibt ja auch nicht so gute. Und ja, wenn man zum Beispiel irgendwas an ein oder zwei Pins festmachen könnte, nein, hier werden gleich drei, vier, fünf Pins benutzt. Und deswegen ist das Ding echt massiv. Ja, klar hat das allein aufgrund seiner Optik hier und da ein paar kleine Schwächen. Ja, das ist aber, denke ich mal, der Baukunst nicht der Klemmkraft zu schulden und auch nicht den Teilen zu schulden, sondern einfach nur der Optik. Ja, zum Beispiel die hier, die liegen nur lose auf. Aber wie wollt ihr denn sonst diese Formgebung hinkriegen? Deswegen. Aber auch die Lichter, die finde ich auch richtig, richtig schön. Ja, also mein Fazit, wie gesagt, ich habe das jetzt, es ist ein paar Tage her, dass ich es gebaut hatte. Meine erste Aufregung hat sich gelegt, wegen der Hinterradaufhängung. Aber das Ding ist es echt wert, gebaut zu werden. Es macht Spaß. Es bietet ordentlich Zeit an Bauspaß. Wie gesagt, ich habe jetzt 18 Stunden damit verbracht. Der eine oder andere wird es schneller schaffen, denke ich mal. Wie gesagt, die einzigste Modifikation, die ich von Anfang an vorgenommen hatte, war, ich habe die blauen Pins weggelassen, dafür habe ich schwarze Pins verwendet. Und der Rest lief alles so wie gehabt. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinne, gutes Klemmen da draußen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao!